7 Veranstaltungsorte, 2000 Kinder, 30 Künstler. Das ist die perfekte Mischung für das erste Oberlausitzer Kindermusikfestival. Vom 2. bis 4. Februar ist gleich der gesamte Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien mit seinen beiden Landkreisen Bautzen und Görlitz Veranstaltungsort für das Musikevent mit Kinderliedermachern aus ganz Deutschland. Darüber informierten die Organisatoren auf einer Pressekonferenz am Donnerstag im Bautzner Steinhaus. Das Festivalprogramm präsentiert Mitmachkonzerte für Kindertagesstätten und Grundschulen, als auch Workshops für Pädagogen sowie Veranstaltungen für die ganze Familie. Initiiert wurde das Oberlausitzer Kindermusikfestival von den soziokulturellen Zentren der Region und dem bundesweit tätigen Künstlernetzwerk kindermusik.de. Kindermusik.de ist ein Zusammenschluss von Kindermusikern aus ganz Deutschland und aus Österreich. Und die Idee dahinter ist, ein Netzwerk zu bilden, gemeinsam Musik zu machen, sich gegenseitig einfach auch zu unterstützen und vor allen Dingen einfach auch diese Idee, gute Kindermusik zu machen, die eben ein deutlich anderes Niveau hat als irgendwelcher Kirmes-Techno, das zu unterstützen und voranzubringen. Bin ich auf großer Fahrt. Letzte Woche schneite Captain. Was mir am besten gefallen hat, ist schwer zu sagen. Die ganze Veranstaltung war gelungen. Für Kinder war es einfach ein tolles Erlebnis, mal rauszukommen, ihre eigenen Befindlichkeiten mal so musikalisch auf den Punkt gebracht zu sehen. John Silver aus, komm mit Pirat, auf große Fahrt. Komm mit Pirat, wir gehen auf große Fahrt. Manchmal brüllt das Meer, manchmal ist... Also insgesamt fand ich eigentlich alles am allerbesten. Und ich möchte noch mal auf so ein Konzert. Heute Mittag gehe ich auch noch mal hin. Mir wächst ein roter Bart, da wird das Essen salzig. Ich fand klasse, dass auch die Fantasie angesprochen wurde, das Thema Piraten, das Thema Regenbogen. Ich fand die Musik einfach klasse. Ich fand es toll, dass alle zum Mitmachen animiert wurden. Die Kinder wirklich sichtlich auch ihren Spaß hatten. Und dass gleichzeitig auch so ein bisschen was Lehrreiches dabei war. Singen durch den Tag? Gut 30.000 Euro kostet das dreitägige Musikspektakel. Finanziert durch die Kulturstiftung des Freistaates, den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien und die Stadt Bautzen. Der hiesige Verkehrsverbund Zwohn sorgt für die Beförderung der Kinder im ländlich geprägten Raum. Gut angelegtes Geld, davon können Sie sich bei einem der zahlreichen Konzerte überzeugen. Übrigens das komplette Festprogramm, mehr Informationen zu den Künstlern und ein begleitendes Live-Blog finden Sie im Internet.